Ahoi Freunde, du bist bereit und willst endlich die wahre Magie der Fotografie erforschen, doch das Zusammenspiel von ISO, Blender und Verschlusszeit ist noch ein viel zu großes Rätsel, dann bist du hier genau richtig. In diesem Video werde ich dir alles Wichtige einfach und unkompliziert erklären. Und wenn du sogar bis zum Schluss dran bleibst, kannst du dieses coole Fotografen-Shot hier gewinnen. Und jetzt heißt es erstmal viel Spaß beim Video. Eines vorweg. Um kreative Werke zu kreieren, benötigt es weder eine teure Kamera, noch müsst ihr im manuellen Modus fotografieren. Doch ist es für die Kamera in schwierigen Bildsituationen unmöglich, das Richtige zu machen. Gerade wenn es um den Fokus oder um das Bokeh im Hintergrund geht. Aber keine Sorge, all das Verständnis für diese ganzen Einstellungen ist kein großes Hexenwerk und kann sich wirklich jeder aneignen. Auch ich habe das irgendwie hinbekommen und ihr kriegt es auch hin. Auf geht's! Die Belichtungszeit, oft auch Verschlusszeit genannt, bestimmt, wie lange die Kamera das Bild belichtet. Ist es draußen sonnig, musst du nur ganz kurz belichten, weil es ist ja genügend Licht vorhanden. Ist es draußen dunkel und düster, dann musst du das Bild deutlich länger belichten. Zeigt deine Kamera 1/100 an, dann wird das Bild nur eine 100. Sekunde lang belichtet. Steigt die Zahl auf 1/500 oder mehr, wird demzufolge noch kürzer belichtet und du kannst sogar Bewegung einfrieren. Am Tage sind das gängige Werte. Bei Nachtaufnahmen hingegen musst du für eine korrekte Belichtung deutlich länger belichten. 1-30 Sekunden sind hier üblich, denn hier fehlt einfach das nötige Licht und ein Stativ für verwacklungsfreie Bilder wird zur Pflicht. Kerntipp am Rande, wenn du aus der Hand fotografierst, achte darauf, dass die Belichtungszeit relativ kurz ist, damit du noch ein scharfes Bild bekommst und dass es am Ende nicht verwackelt ist. Es gibt eine einfache Faustregel, um herauszufinden, ob du ein Stativ brauchst oder nicht. Achte mal beim Auslösen der Kamera, ob du einen Klack hörst. Dann ist die Belichtungszeit relativ kurz und das Bild wird scharf dargestellt. Macht die Kamera aber ein deutliches Klack, Klack, dann belichtet sie etwas länger als üblich und dann brauchst du definitiv ein Stativ dafür. Solltest du rein zufällig jetzt ein Stativ brauchen oder einfach mehr über ultrascharfe Nachtfotos wissen, dann klick jetzt einfach auf das i, um ein weiteres Video zu starten. Die Blende gibt an, wie viel Licht durch das Objektiv fällt und wie ausgeprägt die Tiefe und Schärfe im Bild ist. Schließt du die Blende, wird die Blendenzahl größer, es fällt weniger Licht durch das Objektiv und die Tiefenschärfe im Hintergrund nimmt zu. Öffnest du die Blende hingegen, wird die Blendenzahl kleiner, dadurch fällt automatisch mehr Licht durch das Objektiv. Deine Aufnahme wird heller und der Hintergrund verschwimmt, je weiter du die Blende öffnest. Die Unschärfe im Hintergrund nennt man auch Bokeh und ist ein wunderbares Stilmittel in der Fotografie. Über Unschärfe und Bokeh gibt es sogar ein eigenständiges Video. Klick jetzt einfach auf das i, um das Video in einem neuen Fenster zu öffnen. Ich bin mir sicher, es wird dir gefallen. Der ISO-Wert bestimmt die Lichtempfindlichkeit deiner Kamera und verstärkt digital das Licht. Je höher du die Zahl eingestellt hast, desto lichtempfindlicher ist der Sensor. Dadurch hast du viel mehr Licht zur Verfügung und hast einen größeren Spielraum beim Einstellen der Belichtungszeit. Wenn du jetzt zwei Fotos machst und bei dem zweiten Foto die Belichtungszeit einfach halbierst und die ISO verdoppelst, heben sich diese Effekte auf und die Bilder sehen gleich hell aus. Leider hat das Ganze auch einen Haken. Je höher der ISO-Wert eingestellt ist, umso ausgeprägter ist das Bildrauschen. Die elektronische Verstärkung zollt dir ihren Tribut. Bei so viel Zauberei kann es eben nicht immer gut gehen. Moderne Spiegelreflexkameras können mit ISO-Zahlen bis 1600 in der Regel sehr gut umgehen. Trotzdem gilt die Regel, so hoch wie nötig und so niedrig wie möglich. Aber versteht mich nicht falsch, Bildrauschen muss nicht immer schlecht sein. Es kann auch als Stilmittel verwendet werden, um einen coolen Look zu kreieren. Seht selbst. Besonders Schwarz-Weiß-Aufnahmen, wo das Gefühl wichtiger ist als die Farbe selbst, sehen mit hohen ISO-Werten richtig gut aus. Das Fotografieren im manuellen Modus ist eine wahre Königsdisziplin. In diesem Modus hast du die Kontrolle über alle Einstellungen und kannst selbst entscheiden, wie die Kamera das Bild belichten soll. Nun stellt sich die Frage, welchen Wert soll man zuerst einstellen, um das Bild korrekt zu belichten? Ich stelle immer zuerst die Blende ein, weil ich so die Schärfe und die Unschärfe im Bild besser kontrollieren kann. Anschließend stelle ich die Belichtungszeit ein und zu guter Letzt den ISO-Wert. Dabei achte ich auch immer auf den Belichtungsmesser der Kamera, um die Einstellung richtig vorzunehmen. Ist die Belichtung richtig eingestellt, zeigt der Cursor immer auf die Mitte der Skala und die Kamera wird das Bild beim Auslösen korrekt belichten. Ist das Bild am Ende immer noch zu hell oder zu dunkel, korrigiere ich dann nochmal die Belichtungszeit oder verwende einen Blitz oder ein Stativ. Vieles passiert bei mir nach Gefühl und muss für euch nicht der richtige Weg sein. Probiert es einfach selber mal aus und lasst mir in den Kommis wissen, wie ihr das macht. Ob morgens oder abends, bei Sonne oder bei bewölktem Himmel, jedes Mal das Licht eine andere Farbtemperatur und täuscht damit die Farbwahrnehmung der Kamera. Morgen sieht weiß etwas bläulich aus und abends wiederum gelblich. Denn im Auge ist es egal, weil wir auf einen gewissen Erfahrungsschatz zurückgreifen können. Doch die Kamera nimmt die Farben ganz anders wahr und braucht dazu den Weißabgleich. Ganz lapidar ausgedrückt, wir müssen der Kamera sagen, wie weiß auszusehen hat, um die korrekte Farbtemperatur im Bild zu bekommen.
Wenn du mutig bist, verzichtest du auf den automatischen Weißabgleich der Kamera und entscheidest selbst, ob das Bild kühl und düster oder eher warm und herzlich sein soll. Fotografierst du aber in RAW, kann dir das alles herzlich egal sein, denn du kannst in der Nachbearbeitung alles nach Belieben anpassen. Bei JPEG-Aufnahmen ginge das theoretisch auch, aber sieht nicht bei Weitem so gut aus. An allen Objektiven gibt es so einen kleinen Schalter, wo ihr von NF auf AF schalten könnt und NF steht für manueller Fokus und AF für Autofokus. Der Fokus deiner Kamera ist vergleichbar mit deinem Auge. Fixierst du etwas in deinem unmittelbaren Vordergrund, so wird der Mittel- und Hintergrund unscharf. Fixierst du dagegen ein Motiv im Hintergrund, so verschwimmt der Vorder- und Mittelgrund. Sobald du den Auslöser herunterdrückst, stellt sich automatisch der Fokus ein und der Fokuspunkt wird automatisch abgespeichert. Wenn dir jetzt die Fokuseinstellung gefällt, drückst du einfach den Auslöser ganz herunter. Nimm aber vorher nicht den Finger vom Auslöser, das ist ganz, ganz wichtig, denn sonst fokussiert deine Kamera entweder neu oder gar nicht vor dem Auslösen. Aber eigentlich könnte ich euch noch viel mehr zu dem ganzen Thema erzählen, aber ich wollte es nicht verkomplizieren, ich wollte es nicht unnötig in die Länge ziehen und ich wollte es so einfach wie möglich halten. Und ich hoffe mal, dass euch das Video so gefallen hat, wie ich es gemacht habe. Und schreibt mir mal unbedingt in die Kommentare, ob euch das Video geholfen hat und ob ihr zu einem bestimmten Thema noch mehr sehen wollt. Und das ist eigentlich schon die Bedingung, um dieses coole Shirt hier zu gewinnen. Und nur mal ganz kurz zur Erklärung. Ich habe das ja zusammen mit meiner Freundin entworfen. Das ist eine Note, ja, das steht für Musik, das ist das Herz, das steht für Liebe und das ist die Kamera. Und das steht für Kreativität oder halt Fotografie. Und das all das ist das, was ich brauche in meinem Leben. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut, bis bald. Ciao.